Willkommen. Wir sind wieder in Super Fantasy Kingdom und ich habe einen Tipp bekommen. Also der Jäger, das Fleisch, die Tiere kommen immer wieder neu automatisch. Da muss man sich keine Sorgen drum machen. Steinbruch und Goldmine sind sehr wichtig. Müssen wir so schnell wie möglich uns holen. Und der Halbling, Mönch und Kämpfer sind wohl richtig gut. Und der Bogenschütze, also der Armbrustschütze, taugt genauso wenig, wie ich mir das schon gedacht habe. Dann werden wir jetzt mal gucken, ob es diesmal wir das anwenden können. I bring shame on my family. So. Die Goldmine ist hier oben. Steinbruch hier unten. Dann die Taverne wie immer hier hin. Steinbruch kommt hier hin. Ja, der Holzfäller, der kann einfach hier hin. So, da gehen erstmal beide rein. Und dann erstmal ein bisschen Holz machen. Dann werden wir als erstes ein Haus bauen. So, dann kann hier einer rein. Müssen wir zusehen, dass wir die ganz schnell bekommen. Die Häuser gut schnell hinbekommen. Ja, Esel haut natürlich abends zuerst ab. Er hätte ruhig wenigstens noch das eine Holz holen können. Wenn wir das jetzt vorspulen, ist ja die erste Nacht. Sollte ja noch kein Problem sein. Okay, den hatten wir auch noch nie. Orden, Fernkampf. Ja, dann nehmen wir den jetzt einfach mal. Rüstung. Hat keinen Radius. Ja, er schießt drei Kugeln irgendwo hin. Und gut. Also den Lauf können wir dann wahrscheinlich wieder vergessen. Scheint ja dann schon wieder nichts zu taugen. Nehmen wir uns aber den hier. Den zu, dass wir die Sägemühle gleich kriegen. Und dann den Jäger zu holen. Dann machen wir die beiden Golddinger hier oben hin und hier dann Sägewerk direkt bei dem Holzfäller. Brauchen unbedingt sehr viele Häuser.
zwei Blätter. Und die mal kurz schnell machen. Die Nahrung reicht. Okay, der hat aus wie eine Muskete. So, zwei Bretter, drei Steine. Reitet natürlich wieder keiner. Nur tagsüber. Geht gesehen, dass auf dem X was ist. Aber dass das die Richtung random ist, also der hinschießt, wo er lustig ist. Müssen wir am Ende wahrscheinlich doch den Friedhof bauen. Oder das andere, damit wir. Ist das? Bei dem wir loswerden. Den Turm. Sammelt mal. Warum ist denn da keiner drin? So. Die drei Bretter, neun Steine. Holen wir uns als erstes den Jäger und dann machen wir die Minen. Neun, nicht fünf. Nein. Oben sind noch vier Steine. Müssen wir uns das hier wirklich langsam holen. Sonst nicht die Steine wieder ausgehen. Jetzt arbeiten sie wieder nicht mehr. Sollten wir heute das fertig bekommen, weil wir nur noch eine Nahrung haben. Natürlich das knapp. So. Jäger. Einbruch. Gut. Haben wir das schon mal? Brauchen wir einen Goldbarren? Setzen wir hier oben hin. Brauchen wir. 9 und 3. Da
Gucken, ob wir eine Nahrung wenigstens noch zusammenkriegen. Also gejagt hat er was. Aber es ist noch nicht eingelagert. Oh, der Schütze hat auch Rüstung, sehe ich gerade. War nur ein Rüstung. Wir haben auch nur eine Nahrung. Ja, super hingekriegt, der Jäger. So, was können wir uns jetzt nicht leisten? Ja, ne, das ist doof. Wir kriegen 1:1 aus Gold. Goldbarren. Aber halten. Bringt uns jetzt keinen Vorteil. Pinguin gefangen, der Jäger. So überlegt. Ein Stein noch. So. Da einer raus, hier einer rein. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Dann können wir nämlich auch noch ein Haus bauen. Können wir denn jetzt? Der könnte ich hier raus und da rein. Um Gold machen. Freier Weg zum Steinbruch. Um Gras wird benötigt. Weit weg oder was? Freier Weg auf um Gras. Hier ist doch Gras. Oder ist das hier andere? Weil hier so ein Baumstumpf steht oder so, geht das nicht. Da sparen wir ein bisschen Ressourcen. Müsste nur einer die Nahrung von hier nach da tragen. Wäre mal sehr gut. Dass die bald leveln. Also, aber der hat wieder nur eine Nahrung. Holz sammelt gar keiner. Den Flächenschaden machen. Einer isst was, also nur einer kriegt Erfahrung. Ah ja, und die Erfahrung durch den Jäger ist besser wie durch die Bären. Yeah, oh. War gut aufgestiegen. Level 3. Uns auch gerade gar nicht leicht. Was denn hier hinten? Können wir mal gucken. Was denn hier jetzt bei dem Kremlin? Sonderbüchse. Jetzt wieder der Dino. Hier oben liegt Holz. Ein Holz, cool. Wir brauchen
Ja, Leute hier. Oh, wir haben zwei Nahrung, immerhin. Wir wählen diesmal wenigstens beide. Wir müssen das dann hier auch zu einem Förster upgraden. Wir brauchen erst 16 Holz. Wir könnten überlegen, ob wir... Warte. Wir brauchen... 4, 5 Steine für den Förster an. Das kriegen wir jetzt noch nicht. Bringt 16 Holz. Wir machen alles. Hier brauchen wir Goldbarren. Können wir uns jetzt auch kaufen. Ah, hier können wir eine Strecke bauen. Okay. Könnte man nämlich... Ah, es kostet 8. Okay. Vergessen. Ich habe gedacht, es waren 4. Hier war es ihn zu kaufen und 8 dann. Oh. Der Ritter hat kassiert. Aber wo in Gottes Namen schießt er eigentlich hin? Wir müssen mal gucken, ob wir bei der Hexe vielleicht dann mal so weit kommen, dass wir den Gremlin kriegen und dass hier vielleicht geradeaus schießen ist. Also wenigstens in die Richtung. Ja, die Feinde sind. Ja, schon mal schön. Drück ich da einfach raus. So. Jetzt haben wir ja genug Nahrung diesmal. Sehen. Boah, was hat er gegessen? Er ist ein ganzes Level aufgestiegen. Das ist ja cool. Cool, was hat er gegessen? Was hat er denn gegessen? Da bei ihm ist ja gar nichts passiert. Wir haben jetzt einen Pinguin und was auch immer jetzt angeliefert wird. Ein Wildschwein. Okay. Wir brauchen jetzt echt mal Gold. Goblin King. Leider wird er hier. Hier wird eine Area angezeigt, aber bei dem hier gar nicht. Und der schießt. Ah, da schießt er nach rechts. Schießt er so nach vorne? Ah, okay, so schießt er nach links und rechts. Jetzt aber eher. Ey. Dahin? Da geht auch. Dann machen wir das so. Holz. Arbeiter. Decken wir den jetzt. Noch 2 Bretter. Nächstes auch mal wieder Steine. Der kann erstmal da raus und da rein. Neu erstmal da rein. So. Jetzt Arbeiter wieder klar. Ein Schuss hat getroffen. So. Angriff für Magier mit Schild. Wir haben keinen Magier mit Schild. Wir haben auch einen, der verspotten macht. Ritter mal aufgestiegen. Er hat Schlange. Gucken, wie viel das bringt. Oh, sehr viel bringt Schlange.
Ja. Oh ne, da sind. Was anderes. Aus kleiner, wir können ja dann hier einen rausnehmen und da mal reintun. So. Was ist jetzt als nächstes? Vielleicht. Ja, ist ja eine Verbesserung. Dann das hier, das hier. Wir haben nicht genug Leute. Wir müssen noch einmal ausbauen. Also wir brauchen Gold eigentlich. Mal so machen müssen. Der kann auch erstmal raus und man könnte jeder mal irgendeinen Stein sammeln. Ja, wohl nicht wahr sein. Den Ritter nicht. Ja, abgegradet. Fehlt mir noch ein Stein. Hier ist wieder der Dino. Wer ist er denn? Das ist aber neu. Junge, ich habe das hier gefunden. Brille plus 10% Reichweite. Das ist ja cool. Gilt bestimmt für alle. Den Dino konnte ich jetzt nicht machen, weil war schon wieder zu spät. Geht ja nur tagsüber, wie war jetzt. Gucken. Also seine Nahrung war nicht so gut diesmal, aber er ist trotzdem Level aufgestiegen. Was eher leckeres ist. Also bei ihm bringt das immer nur 2. Was will er eigentlich zu essen haben? Das wäre ja mal gut herauszufinden. So, die Hexe, haben wir genug Gold? Wir haben genug Gold. 1, 2, 3. Einen halben Schaden mehr pro Kugel. Das war mein, besser als nicht. Der hätte meinen Dauer freigeschaltet. So. Warum kriegen wir den? Noch einer drin, dann kriegen wir keinen Stein. Aber wahrscheinlich muss das Gold hier weg. Könnte natürlich auch sein, weil der Baum wurde entfernt, der hier stand. Vielleicht ist es noch Gold, das im Weg liegt. Endlich, er hat einen Stein gesammelt. Wir haben 5 und 8 Blätter. Machen wir jetzt. Das hier. Dann brauchen wir hier 5. Und das so weitermachen. Danach brauchen wir Holz. Klingt für mehr Häuser. Wieder ein bisschen Flächenschaden. Touch App. Ein Schild. 100% Angriff. Volles Schild, also. Aber 50%.
Dann reicht ja auch. Wenn der Schaden dafür. Verdoppelte Regeneration für das Schild. Das ist schon okay dann. Goldboy rum diesmal, finde ich. So, wieder auf langsam stellen, damit wir aufpassen können. So, die Dinos halten einen Hit aus. Ja, okay. Muss der Ritter unbedingt mal den leveln. Da es ja zufällig ist, wer zuerst in die Taverne geht. Mal gucken. Oh, Level up. Also er hat was Gutes zuerst bekommen. Okay, das ist schön. Oh, sein Essen hat ihm nicht so geschmeckt. So. Gold müssen wir weitermachen. Und zwar. Mauern. Mauern. Hier können dann übrigens, stand noch in dem Tipp, gut Fernkämpfer platziert werden. Dafür ist das wohl sehr gut. So, Nahrung haben wir. Gold produzieren wir mal. Uns fehlt aber, warte. Wir brauchen noch ein Brett, oder? Hier noch 4 Gold und Holz. Ob das hier dann getragen, also ob wir dann hier einen bauen können. Bräuchten wir noch einen Zug. Bett. Und Goldbarren. Gold lassen wir ja gerade herstellen, Steine auch. Weil dass er 3 Kugeln schießen kann, ist schon gut. Teilen sich ja erst nach einer gewissen Zeit auf, aber nicht gut. Die Chance war das auch mit jeder Kugel Wind trifft. So, jetzt gucken wir erstmal. Hier liegt Gold. Das Gold reicht dann erstmal. Nehmen wir die beiden raus. Packen beide hier. Wir brauchen Holz. Den Dino, ich glaube, den fordern wir nicht raus. Aber vielleicht, wenn der am Anfang vom Tag auch schon da ist, Sinn machen. Dann haben wir ja noch keine Gegner. Wissen wir ja auch, dass das mit dem Miniboss hier funktioniert. Wir können ihn ja einfach anwählen. Dann kommt der. Also sollten wir gucken, ob das auch tagsüber so am Anfang vom Tag funktioniert. So. Okay, der Ritter hat ein bisschen Schaden bekommen. Weil wir ihn noch nicht abfällt. Oh, er ist tot. Wir brauchen echt 8 Steine. Und mehr Leute, aber also als erstes brauchen wir auch. Also. Der steigt morgen auf. So. Könnte natürlich auch mit den Steinen. Wollte ich erstmal. Was machen da? Natürlich verbessern sich die Häuser auch. Aber das dauert ja ewig, ja, der bei allen Häusern ist.
Cool wäre halt, wenn wir einen Zug bauen könnten. Ich glaube, dass wenn da das Gold weg ist. So, sammelt jetzt natürlich keiner. Das hier jetzt. Man greift dann direkt an, gut. Oben was machen. 8 Steine, das kann ja wohl nicht angehen hier. Und 2 die Nahrung benötigen, damit der Jäger jetzt hier raus. Mal sein. Der Diener. Vielleicht kommt er doch erst zum Schluss. Jemals diese 8 Steine zusammenkriegen. Jetzt für Einheiten. Kann man dann den Armbrustschützen hinstellen. Mönch zur Not. Dann braucht man sehr viel Nahrung. Ein Stein. Unser Held aufsteigt, das dauert natürlich auch schon wieder. Aber er ist Level 6. Ja, Level 6. Oh, das ist schon langsam geschnitten. Aber das hätte man vielleicht doch nicht machen sollen. Und sehr viele Dinos. Hoffentlich über. Wir haben überlebt. Und der Ritter ist diesmal nicht gestorben. Das ist doch sehr schön. So. Gucken. Dummlin ist jetzt lebt. Deine Rüstung steigt aber halt echt sehr geringfügig. Oh, wir haben 51. Dann gucken wir jetzt mal, das ist der erste Charakter, den wir haben. Jetzt eine bessere Waffe oder wie? Geht nicht. Auch nicht anklicken. Hier hingefallen wie bei dem hier beim Weizen ist auch nichts. Oh. Das muss ja irgendwas gebracht haben. Oh, ein kleines Feld von Hau. Wofür haben wir jetzt das ganze Gold? Hier brauchen wir Steine. Logen brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja eine unerschöpfliche Goldmine und Steinmine. Dann können wir das machen. Wir müssen den ja noch nicht besetzen. So.
Machen wir als nächstes das hier. Cluster. Gucken wieder die X, beide leer. Hier brauchen wir sie. Reinohnen. Aber die können jetzt erstmal raus und beide hier rein. Geht nicht. Nicht genug Holz. Okay, brauchen 5 Steine. Und den Förster. Können wir die jetzt noch irgendwie stärker haben? Halt sehr viele Gegner. Was machen wir mit dem Feld hier? Kommen mehr Einheiten. Ja. Also wenn wir das bauen, können wir halt den Mönch haben. Noch einen Platz frei haben. Aber das Portal hier dasselbe wie diese Plätze. Wäre jetzt wir bräuchten noch eine Einheit. Eigentlich. Level 4. Er ist Level 6. Den könnten wir upgraden. Ah. Wir brauchen halt noch 16. Machen das jetzt erst. So. Nur einer. Gibt nur einen Förster. Okay. Ja, machen wir jetzt. Ich will jetzt aber auch wieder keine Steine mehr. Mal einfach mal hoffen, dass das hier noch funktioniert, die Nacht. Das hat noch funktioniert. Der Ritter ist Level up. Hält wirklich gut Rüstung dazu, ne? Also sein Essen ist scheinbar nicht so toll, was er jetzt die Tage bekommen hat. Ich weiß jetzt auch leider nicht, was sein Lieblingsessen ist. Aber cool, wenn die kein Holz fällen, tragen sie es wenigstens.
werden wir uns den Mönch holen und hier vorne hinstellen. Erstmal kostet das schon wieder Holz. Und ein Arbeiter. Rossi sucht. Auch ein Arbeiter. Wichtiger. Ah. Und das Heal haben wir ja auch noch nicht. Und er wäre jetzt Level 1. Ihn nehmen. Oder wäre besser hier oben drauf. Das haben wir noch nicht. Na, lassen wir mal so laufen. Das sind jetzt so riechende Dinos. Die Skorpione nur halt in grün. Und sehr, sehr viele. Gegen das Holz nicht zusammen. Aber kassiert. Ah. Immerhin 6 Bäume gepflanzt. Kann nicht sein, dass wir an dieses Holz nicht rankommen. Hoffentlich überlebt er. Unser Ding ist vergiftet. Geht aus, als würde er Giftschaden bekommen. Mal so lila Umrandung gehabt. Und alle drei haben überlebt. Uiuiui. Das ist pur. Oh, ja, super, er ist nichts, was ihm gefällt. Hol doch mal diese Puma, ey. Da gibt es einen. Machen wir kurz den Miniboss. Was zum Henker, das ist aber nicht der Miniboss. Oh nein, das ist scheinbar der zweite Miniboss. Boah. Ja krass, unser... Der ist gleich tot. Ja, zwei Bosse, was sollte das denn jetzt? Okay. Nein, so weit waren wir noch nie. Also kommt an dem Tag dann der zweite Mini-Boss. Das ist gut zu wissen. Also sollten wir den
Miniboss, den man selber herausfordern kann, an einem anderen Tag machen. Und normalerweise kommt das ja auch direkt am Anfang vom Tag. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind ja super weit gekommen diesmal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Super Fantasy Kingdom.